es auszuprobieren, was passiert, wenn die AfD verantwortliche Stellen besetzt. Ich wäre nicht dafür, ich persönlich, sagen, wenn Sie mich dann noch, wenn Sie dann meine private persönliche Einschätzung haben möchten. Frau Rosenfeld. Also ich finde, eine Partei, die die freiheitliche demokratische Grundordnung dieses Landes bekämpft, die sagt, Deutschland muss sich seine Souveränität zurückholen, die EU muss sterben, diese Partei kann kein Koalitionspartner sein. Wenn ich das höre, könnte ich durchdrehen. Ehrlich, warum? Ich will den Finger immer wieder in die Wunde legen, weil entweder haben sie es nicht verstanden oder diese Leute sind ganz offene Staatsfeinde. Das sind die Demokratiefeinde, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht wahren, wenn man es mal auseinander nimmt. Warum sage ich das so dreist? Der Tagesschausprecher gerade, der seine persönliche Meinung sagt, das kann er ja machen, kann seine persönliche Meinung sagen, aber am Ende entscheidet weder er als Tagesschausprecher noch irgendjemand sonst, ob die AfD irgendwo sitzt, sondern es entscheidet der Wähler. Es ist eine Partei, wir haben eine Parteiendemokratie und wenn der Wähler die AfD wählt, dann ist es überhaupt nicht an irgendjemand anderen, nicht an der Tagesschau, nicht an irgendeinen politischen Konkurrenten zu entscheiden, ob die in politische Verantwortung dürfen. Wenn sie gewählt sind, dürfen sie und müssen sie in politische Verantwortung. Das ist das Wesen von Wahlen. Punkt 1. Damit man das mal nochmal klargestellt hat, weil es ja offensichtlich gar nicht mehr Usus ist, sowas klarzustellen. Punkt 2. Die andere Frau lügt. Es ist eine klipp und klar eine Lüge, sich so dahinzustellen und zu sagen, die AfD kämpft gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das stimmt nicht. Diese Narrative werden den Leuten in die Hirne gehämmert. Gerade im Westen glaubt es ja jeder. Guckt euch das Parteiprogramm der AfD an. Das ist der einzige Maßstab. Ich erinnere daran, dass die SED eigentlich hätte verboten werden müssen, weil ihr Parteiprogramm der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderlief. Dann haben sie sich umbenannt in Partei des demokratischen Sozialismus. Dann haben sie sich mit einer Westpartei zusammengeschlossen. Dann ist es die Linke geworden. Dann haben sie ihr Parteiprogramm umgeschrieben und haben im Wesentlichen die freiheitlich-demokratische Grundordnung anerkannt. Und nur deswegen gibt es es noch. Und große Teile der Linken werden im Übrigen auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber sich einfach im Fernsehen hinzustellen und zu behaupten, die AfD gehört da nicht hin, die hat keine Verantwortung zu tragen, weil sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, das ist gelogen. Wenn die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wäre, wäre sie verboten. Das müsst ihr euch mal in eure Köpfe hämmern, bevor ihr euren Zuschauern so eine Scheiße erzählt, auf Deutsch gesagt. Das ärgert mich einfach deswegen, weil in den öffentlich-rechtlichen Medien wird einfach dreist mit irgendwelchen Müll um sich geschmissen, deren Fakten behauptet, die halt einfach nicht wahr sind. Ja, und dann wird halt immer dem politischen Gegner unterstellt, er würde mit Fake News arbeiten. Hier geht es gar nicht mehr um Fake News, hier geht es um Framing. Wenn ich einfach in jedem zweiten Satz sage, die AfD ist nicht freiheitlich-demokratisch, dann glauben das die Menschen irgendwann und dann wird keiner die AfD wählen. Mit Demokratie hat das nichts zu tun, mit Demokratieverständnis schon gar nicht. Und ich persönlich glaube, dass diese Frau, die das sagt, die hat die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht verstanden. Sie spricht es auch verkehrt aus. Und ich meine, sowas muss auch irgendwann mal Konsequenzen haben. Das kann doch nicht sein, dass ich auf diese Art und Weise Wähler mit Unwahrheiten beeinflusse. Kurz vor Landtagswahlen. Entschuldigung, nichts mit gemütlichen Spaziergang. Kriege ich das schon gleich schon wieder Herzinfarkt. Gibt's ja nicht.